Boing und willkommen zu einer neuen Folge von Crash Bandicoot Insane Trilogy Crash Bandicoot 1. Ah, Junge, weiter geht's. Ich möchte auch noch 2 und 3 auch noch ganz gerne spielen, deswegen bin ich mal gespannt, wie es noch wird. Teil 1 soll ja tatsächlich der schlechteste sein, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob ich das falsch gehört habe oder ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Du siehst schon, dass ich jetzt hier drüben bin, oder? Also, du könntest auch hier rüber werfen, wenn du willst. Hast du gar keine Böcke zu, oder? Blöder Wichser! Ich nehme ganz ruhig die Wumpas mit. Du machst das da schon, ne? Du machst das da schon. Ich nehme ganz kurz die Wumpas mit. Wer bist du? Donkey Kong? Dass du mit Fässern schmeißen musst? Haha! Arschloch! Ein Akku. Alles klar, wunderbar. Als ob von links und rechts hier gleich nichts kommt. Oder von vorne direkt. In einem von den Dingen ist aber bestimmt dieses Bonus-Game-Ding drin, ne? Wusste ich. Das Gesicht von Crashs Freundin, wie ich gelernt habe. Das ist nicht seine Schwester, sondern das ist noch seine Freundin. In den nächsten Teilen kommt seine Schwester dann vor. Oh, Checkpoint. Nice. Checkpoint. Wupp, 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 wupp. Wupp. Oh. Oh, da kommt wieder ein Fass auf uns zugerollt. Kannst du mal aufhören, da hinten Fässer zu schmeißen, Bruder? Bitte? Das würde ich mega feiern, wenn du aufhören würdest, mir Fässer ins Gesicht zu schmeißen. Gut. Bonus-Game. Gesicht. Nummer 2. Fick dich. Leck mich doch am Sack. Du Arschloch, kannst mir gar nichts. Du bist... Oh Gott, das ist kein... Ted war eigentlich ein ganz cooler Film. Bisschen übertrieben. Over the top. Hopp. Hoppe die hopp hopp. Was hoppst denn da so rum, Mann? Holy, ist das gefährlich mit diesen Fässern. Oh, shit. Puh, das war knapp. Das war ein bisschen Glück als Verstand. Also ein bisschen mehr. Das war einfach nur verdammt eng. Halleluja. Gut, läuft. Ich hab's gesagt, jetzt läuft's, ne? Jetzt läuft's gleich wieder schlecht. Jetzt wäre ich auch noch fast reingesprungen. Echt jetzt? Das hat mich erwischt. Schade. Das hat mich erwischt. Ich hätte gerne Akku jetzt wieder gehabt. Weil ich gesagt habe, es läuft. Weil ich gesagt habe, es läuft. Da bin ich jetzt selber dran schuld, Leute. Ich kann das ganz schlecht abschätzen. Okay. Fuck it. Bonus Game. Ich kann das ganz, ganz schlecht abschätzen, oder von der. Wie weit ist er jetzt weg? Wie weit ist er jetzt nicht weg? Das ist gar nicht mal so leicht abzuschätzen, Leute. Ich hätte nach oben in die Luft müssen. Wäre ich oben in der Luft gewesen, wäre das nicht so schlimm gewesen, weil ich dann nicht so explodiert wäre. Da hinten sind wir der Typ, der wirft. Das wird gleich nochmal spaßig. Ich könnte da oben raufspringen. Von der Holzkiste aus da oben auf das Ding raufspringen. Ja doch, das ist machbar. Können wir versuchen, einfach direkt da oben drauf zu landen. Scheiße. Ha. Oder einfach laufen. Oder ich muss es anders. Warte mal. Wie kann ich jetzt am besten da raus aus der ganzen Situation jetzt hier? So, den... Muss ich quasi treffen. Ah, Wunderbärchen. Nice. Doch, das lief noch ganz gut. 8 Leben ist voll in Ordnung. Ist jetzt nicht unbedingt das Beste, was man hätte haben können. Man hätte ein paar mehr haben können. Der hat mich getroffen, echt jetzt? Ich wollte den vielleicht ein bisschen an mir vorbeiziehen lassen. Wie auch einfach in die Luft geschleudert wurde, ne? Er trifft mich da auch? Really? Der hüpft ganz komisch. Hat eine ganz. Ich verliere gar keine Leben, sehe ich gerade. Wie kommt das denn? Ich verliere gar keine Leben. Doch, jetzt auf einmal doch. Hä? Ach so, da wollen immer noch zwei. Stimmt, da wollen immer noch zwei dazu gemacht. Gut, mit denen habe ich gerade echt Probleme. Ich könnte den Akku brauchen. Bitte. Einfach YOLO mal durchgehen. Ja, genau.
als ob dieses Durchrushen einfach funktioniert. Es funktioniert halt einfach. Ist gut, ist okay. Nicht mal so viele Kisten vergessen. Das ging noch voll klar. Die Wumpa-Inseln. Dun, dun, dun. Oder so ähnlich. Ja, oder so ähnlich. Lädt, lädt, lädidi lädt. Die sagt lädt, lädt, lädidi lädt. Pinstripe Putoro. Bosskampf also, alles klar. Deine Maschinenpistole ist nicht immer verlässlich. Okay. Wer ist er denn? Er ist quasi so eine Art Mafia-Boss. Ah, okay. Okay, quasi wenn er neu geladen hat. Ich kann ihn da doch bestimmt treffen. Als ob ich ihn nicht treffe. Einfach mal abwarten, eben kurz. Okay, Bruder. Und warum hat eigentlich so ein Tier in einem Kindervideospiel so eine riesige Waffe? Bleib mal locker, Bruder. Oh shit. Einfach wieder hinten bleiben. Das ist eigentlich recht easy. Wenn er jetzt so weitergeht. Na, jetzt hat er das da hinten. Egal, lass ihn mal machen. Merkt er eigentlich, dass das nicht funktioniert? Deshalb merkt er eigentlich, dass das nicht funktioniert? Und dann trifft er mich doch noch. Wie dumm. Come on. Komm wieder rüber. Come on. Lad nach. Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt geht seine Waffe kaputt, ne? Genau. Muss ich noch zweimal treffen. Was? Ich war doch hinter dem Stuhl. Mich ficken? Ich war noch hinter dem Stuhl, Mann. War nur noch ein Leben. Ist voll in Ordnung. Geh rüber, genau. Bumm. Eins. Treffer Nummer eins. Du Scheiß... Was bist du eigentlich? Eine Ratte? Ich hätte ihn treffen können, ne? Oh, das war ein verschenkter Hit. Ich wollte noch wieder dahinter gehen. Oh mein Gott. Akku, Akku, hey, was geht ab, mein Freund? Treffer Nummer 1. Komm wieder zurück. So, die erste Phase ist ja voll easy. Okay. Schnell wieder hier hinter. Okay, jetzt geht er gleich wieder. Genau. Wunderbar. Und einmal noch. Bam. Nice. Wir haben besiegt. Das ging doch noch recht. Das heißt recht fix. Pinstripe püriert. Dankeschön für die Trophäe, Digga. Vielen Dank. Das ging doch noch recht einfach. Also was heißt recht einfach? Aber war jetzt nicht allzu schwierig, der Boss. Ne, ging noch. Ne, ging noch voll klar. So, High Road. Na, das sieht doch schon wieder so ein Brückenscheiß aus. Oh Gott. Halte Springen gedrückt, um von umgedrehten Schildkröten höher abzuspringen. Okay. Danke für den Hinweis. Ich würde aber gleich sagen, ich nehme einmal den taktischen Game Over. Und lass mich hier also jetzt hier einmal... Kurz Game Over gehen. Bis gleich. Ich hoffe, die Leben sind noch da. Gleich finde ich hätte ich ganz gerne. Die wären echt nice. Game. Ist das eigentlich ein Bug, dass er so dunkel ist? Oder soll er wirklich so dunkel sein? Weil er ist nicht immer so dunkel.
Ab und zu ist auch mal ganz schön hell. Oh, nice, die Leben sind noch da. Als ob. Als ob. Fake and Clay ist das. Okay, das letzte Level hat auch gut funktioniert, oder? Seht ihr? Gar kein Stress. Einfach auf das Seil rauf und weitergehen. Oh nein, warum geht er denn? Er springt, er fällt halt runter. Das muss ich auch schon wieder mit Steuerkreuz spielen, weil sonst kriege ich es nämlich nicht gebacken. Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Wie weit die wegfliegt. Geht da ganz einfach ganz gemütlich rauf. Wir haben das doch jetzt schon oft genug geübt mit dem Seil, oder? Crash? Da haben wir doch im anderen Level genug Probleme mit. Also please. Immer wo sicherer Boden ist, ganz kurz runtergehen. Wir können durchziehen. Ja, da hinten ist ein Leben. Nice. Und das erste Gesicht. Für Bonus. Weiter, geh weiter, geh weit. Ach du Scheiße. Einfach weitergehen. Oh, das Seidelaufen macht es ein bisschen angenehmer. Es ist nicht immer noch super angenehm, aber es ist, macht es definitiv um einiges angenehm. Hinten das Wildschwein, da gib mir mal ein Piss jetzt schon. Aber das Seillaufen ist super. Kommt man zum Original eigentlich auch über das Seillaufen? Haben das mit Absicht eingebaut, so für die Skill-Leute, die so auf dem Seil kommen, die können auch auf dem Seil bleiben. Puh. Das war dumm, aber nicht schlimm. Jetzt hier wieder rauf. Hier wieder rauf. Das läuft definitiv besser als andere Level. Wenn ich überlege, wie oft ich da Game Over war im anderen Level, läuft das hier dafür butterweich. Und ich sollte vielleicht aufhören, immer wieder was zu loben, weil immer wenn ich mir das lobe, sagt das Karma sowas hier und dann verkacke ich es nämlich. Wahrscheinlich geht es hier gleich wieder Game Over noch und dann kotze ich und dann bin ich wieder mies gelaunt und mache wieder den ganzen Tag nichts und heule mich in Embryo-Stellung in die Ecke. Aber weiter. Ignoriere einfach alles, Crash. Ignoriere einfach alles. Als ob das da jetzt nicht drin ist. Nee, ist es nicht. Ich hatte jetzt mit dem Dingens gerechnet. Gieß mal weg, Schildkröte, dankeschön. Ich hatte jetzt mit dem letzten Gesicht gerechnet, tatsächlich schon. Ach nee, letzte Gesicht gibt es ja immer erst, auch wenn das Ding da wirklich dann bald auftaucht. Weiter geht's über das tolle Seil. Hier gibt es das letzte Gesicht. Nice! Hui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 . Doch, das darf. Also, ich muss sagen, das Üben letztes Mal hat mir echt gut getan. So, bitte weitergehen. Dankeschön. Well, fuck die da unten doch einfach. Ist mir egal. Ist mir egal. Wir haben zwei Leben. Fuck it. Zum Glück mache ich es nicht 100%. The High Road. So, hier wechsle ich jetzt schon wieder auf Steuerkreuz, weil es einfach hier angenehmer ist. Oh Gott. Scheiße, ich habe gedacht, ich kriege ihn vielleicht noch weg da. Ich komme jetzt hier auch nicht auf Seil wirklich rauf. Das heißt, ich muss das hier so machen. Nein, knapp. Ganz, ganz knapp. Fuck. Okay, das ist aber schaffbar. Das machen wir jetzt. Das ist jetzt der Versuch. Das ist nicht so schwierig. Das ist einfach nur Bouncy-Bouncy-Shit. Nice. Das trifft Scratch.
Ich bin für jedes Level mittlerweile bei Crash 1 nur noch so, Gott sei Dank. Aber die sind echt kurz auf dieser Insel. Leck mich an die Füße, sind die kurz. Halleluja. Was guckst du doof vom Akku? Hä? Was guckst du doof? Lädt die Wumperinsel. Gut, meine Freunde, dann würde ich mal sagen, was ist für den Part heute? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mal sagen, wir speichern auch mal wieder. Können wir mal wieder machen. Nee, ich möchte nicht laden, um Gottes Willen. Speichern. Das hätte mich umgebracht. Ganz kurz speichern. Ich würde sagen, das war's für den Part heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Part wieder, wenn es heißt Crash Bandicoot. Insane Trilogy geht weiter. Bis zum nächsten Part. Ciao.